Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum zweiten Türchen unseres Modellbauonkel Adventskalenders rund um Fakten, Wissenswertes, Hintergrundinformationen und Hanebüchen an den Haaren herbeigezogenem Schwachsinn, der in irgendeiner Form was mit Modellbau zu tun hat. Heute das zweite Türchen, da habe ich mich entschieden für die zwei Sterne von Tamiya. Jeder geneigte Modellbauer erkennt dieses Logo auf den ersten Blick. Der linke Stern auf rotem Grund steht für Kreativität und Leidenschaft, während der rechte Stern vor blauem Grund für Jugend und Aufrichtigkeit steht. Dieses Logo entstand noch vor dem ersten Bausatz von Tamiya und verdeutlicht den Grundgedanken. Die Geschichte von Tamiya ist ohnehin eine sehr interessante. Ursprünglich war Tamiya im Transportgewerbe tätig und als die Amerikaner die Stadt Shizuoka 1945 mit Flächenbombardements und Napalmbomben den Erdboden gleichmachten, bedeutete das zunächst nicht nur das Aus für Tamiya. Bei dem Angriff vom 19. Juni 1945 wurden rund 66% des gesamten Stadtgebiets zerstört und rund 2000 Menschen verloren ihr Leben. 1946 konzentrierten sich die Japaner dann aufs Holzgeschäft und so entstand ein Sägewerk mit Holzhandlung. Da war der Weg nicht mehr weit zu den ersten Holzmodellen. Als sämtliche Bestände einem verheerenden Feuer zum Opfer fielen, war Schluss mit den beliebten Segelfliegern und Schiffen. Schiffe sind übrigens ein gutes Stichwort, denn das erste Plastikmodell von Tamiya, zumindest laut meinen Recherchen, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, war, wie sollte es anders sein, die Yamato. Da sich aber inzwischen etliche Hersteller auf dem Plastikmodellbaumarkt rumtrieben, war die Herstellung der Spritzform sehr teuer und Tamiya konnte in dem Preiskampf nicht bestehen. Und so brachten sie später einen Rennwagen auf den Markt, den sie mit gebrauchten Spritzformen herstellten. Das ist ja ein System, das gibt es ja bis heute noch bei dem einen oder anderen Hersteller. Ne? Da steht ein groß neu auf der Box und die ist neu designt. Der Inhalt ist aber von, schlag mich tot, 1980. Ich weiß allerdings nicht, um was für einen Rennwagen sich das handelt. Wenn ihr das wisst oder da genauere Informationen zu habt, das würde mich ja sehr interessieren. Lasst es mich mal gerne wissen, schreibt es unten in die Kommentare rein. Denn, ich konnte da in meinen Recherchen leider nichts Näheres zu finden. Dieser besagte Rennwagen war dermaßen erfolgreich, dass Tamiya sich entschloss, den Gewinn weiter zu reinvestieren in neue Spritzformen und so erschien der deutsche Kampfpanzer Panther im Maßstab 1:35 mit batteriebetriebenem Motor. Und ja, so legten sie den Grundstein für die bis heute zu Recht beliebten Modellbausätze aus Japan. Bonusfakt Toranosuke Takagi. Takagi. Habe ich doch schon mal gehört. Richtig! Der 1974 geborene Japaner wurde in Shizuoka geboren, also der Heimatstadt von Tamiya. Ab 1998 fuhr er in der Formel 1 bei dem zu der Zeit wenig erfolgreichen Team Tyrrell, wechselte später zu Arrows. Ein respektabler 7. und 8. Platz bei 32 Rennen brachten aber keine Punkte ein, denn die Wertung war ja damals noch die andere mit 10, 6, 4, 3, 2, 1, das heißt nur die ersten 6 bekamen WM-Fahrerpunkte. Weil jetzt weiß er, wo die schwierigen Stellen sind oder beim Anbremsen. Das ist einfach das Auto ausgebrochen. Mit der anderen Linie, bei ihm war es sehr anders. Doch richtig gesehen. Peinlich. So schön gewendet, aber zu viel des Guten. Vielleicht war das falsche Getränk im Auto. Wer jetzt aber denkt, Toranosuke hätte sich das falsche Hobby gesucht, na, das ist so nicht ganz richtig. Als reiner Sonntagsfahrer kriegst du in der Formel 1 schon mal gar kein Cockpit, das ist mal klar. Und ein Jahr später, nachdem er die Formel 1 verließ, wurde er direkt mit heftigem Vorsprung Formel Nippon Meister. Außerdem stehen in Takagis Vita noch weitere beachtliche Erfolge wie ein zweifacher Kart-Weltmeister, Pilot in der Formel Toyota, Formel 3, Formel 3000, Champ-Car, Indycar, Porsche Cup und nicht zu vergessen der Super GT-Meisterschaftssieg aus 2005. Also, man mag lächeln und Kommentare machen, aber ich glaube, da tun wir ihm Unrecht. Toranosuke hat übrigens am 12. Februar Geburtstag. Und Februar, zweiter Monat, da wird das doch eine runde Sache, oder?
Wir schließen den Kreis. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr auch morgen bei der 3 wieder einschaltet, wenn es wieder heißt, der Modellbauonkel besser als Fernsehen.